auch der Begriff des Gültigkeitsbereichs spielt jetzt auch eine Rolle bei Funktionen. Er ist so definiert, der Gültigkeitsbereich eines Funktionsnamens, das heißt der Bereich, in dem eine Funktion aufgerufen werden kann, ist die gesamte Klasse, in der die Funktion definiert wird. Funktionsnamen müssen innerhalb eines Blocks und aller inneren Blöcke eindeutig sein. Ausnahme, das Überladen von Funktionen, dazu gleich. Funktionsnamen sind nur innerhalb ihres Gültigkeitsbereichs anwendbar. Ganz wichtig an dieser Stelle, das wird später nochmal revidiert alles und erweitert, wenn wir uns um die objektorientierte Programmierung kümmern. Das gilt aber an dieser Stelle für die imperative Programmierung mit Java. Überladen von Funktionen. Zwei oder mehrere Funktionen können innerhalb eines Gültigkeitsbereichs denselben Namen besitzen, wenn sie eine unterschiedliche Anzahl an Parametern besitzen oder wenn sich die Parametertypen an entsprechender Stelle unterscheiden.